Hallo ihr Lieben, heute habe ich eine Review für euch und zwar habe ich mehrere Nahrungscremes getestet, weil ich einfach immer zu faul bin, mir die Beine zu rasieren, weil meine Beine dann immer so, weiß ich nicht, so trocken, auch immer so trocken werden und so, ich weiß nicht. Habe ich einfach mal so mehrere getestet, also ich habe jetzt hier noch zwei Verpackungen, ich habe noch eine Nivea getestet, aber die Verpackung habe ich leider nicht mehr. Deswegen zeige ich euch nur diese zwei. Also das ist einmal Relania und Pilka. Pilka gibt es ja auch überall. Relania ist, glaube ich, Schlecker-Hausmarke. Ich bin mir aber nicht so sicher, weil hier unten steht Schlecker drauf. Da steht Schlecker. Da. Schlecker. Seht ihr wohl nicht, ne? Naja, egal. Auf jeden Fall. Ja, fangen wir mit der teuersten an. Und zwar, die von Veet ist die teuerste. Ich weiß jetzt allerdings nicht mal, was die gekostet hat. Ich weiß noch, dass diese Pilka bei 3 Euro war. Also 2 Euro irgendwas. Und diese von Relania, die hat irgendwie was bei 2 Euro gekostet. Und zwar sind in der Relania 150 Milliliter und in der Pilka 75 Milliliter, was ich allerdings sehr wenig finde für so viel Geld. Und ja, also die von Veet, die tut zwar ihren Job recht gut, aber ich fand sie einfach zu teuer. Deswegen habe ich nach einer günstigeren Alternative gesucht. Und zwar die von Pilka. Macht auch ihren Job, aber ich finde, sie macht nicht so gut ihren Job. Also für mich ist es nicht das Richtige. Sie vergisst ganz gerne mal ein paar Härchen auf dem Bein. Und das ist ja nicht Sinn der Sache. Sie soll ja alles wegmachen und nicht nur die Hälfte. Und da sie mit 3 Euro für 75 Milliliter ziemlich teuer ist, habe ich noch nach einer noch günstigeren Alternative gesucht, weil ich bin ja geizig. Muss ich ja mal ehrlich sagen. Und diese Relania, die hat ja 150 Milliliter, wie gesagt. Kostet ja, wie gesagt, bei 2 Euro irgendwas. Und ich finde, die macht verdammt gut ihren Job. Ich komme damit lange aus. Ich brauche da wenig von. Ich kann es dünn auftragen. Und am Ende ist alles weg. So soll es ja auch sein. Also mein absoluter Testsieger ist diese Relania. Eindeutig. Ja, wie gesagt, die gibt es bei Schlecker. Die Pilka gibt es, glaube ich, überall und Veet gibt es ja sowieso überall. Ja, das war's von mir für heute. Also dann bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal, wenn ich euch eine Review mache, dann geht es um Haarkuren und Haarshampoos. Weil, wie ihr ja gesehen habt in meinem Vlog, dass ich mir da so ein paar Sachen gekauft habe, die ich jetzt testen werde. Also bis dann. Ciao!